Herzlich willkommen, liebe Leute, hier auf meinem Kanal Paramount Gaming präsentiert City Skylines 2. Das Spiel ist etwas früher rausgekommen als geplant. Der Entwickler hat uns da ein bisschen Zeit gegeben, schon früher dran zu arbeiten. Freut mich natürlich, ein Riesenhype in den letzten Monaten. Ich habe mich auch mega darauf gefreut, dass es losgeht. Aber in den letzten Wochen, muss man auch nochmal dazu sagen, gab es so ein bisschen so einen Negativ-Hype. Die Performance soll schlecht sein, wenn die Stadt größer wird, wird es sehr schwierig, kommt auch immer auf den PC an. Ja, so allgemein Animation sind nicht so vorhanden. Es ist, wie es ist. Wir gucken uns das einfach mal an. Es wird sicherlich einiges nachkommen, wie immer an Updates. Aber wir wollen es gemeinsam jetzt mal entdecken. Deshalb lasst uns reingehen. Willkommen in Parrotsburg. So habe ich unsere Stadt mal genannt und diese Map habe ich gewählt. Man kann in der Variante, also 10 verschiedene Maps stehen aktuell zur Verfügung. Ich habe die mal gewählt. Wir gucken einmal so ringsherum. Da ist so die ganze weite Welt und hier ist quasi so ein Ufergebiet und diese Kacheln gehören bisher uns. Und da wollen wir jetzt mal starten. Ich habe nur einen ganz kleinen Test gemacht, dass ich so ein bisschen weiß, wie ich was drehe und mache und tue, aber sehr viel weiß ich nicht. Das entdecken wir wie immer gemeinsam, also rein ins Spiel. Schauen wir einmal, hier vorne haben wir einen Fluss, wo wir natürlich gleich die Abwasser hinbringen müssen und letztendlich auch noch das Wasser herholen müssen. Und hier ist der Straßeneingang zur Autobahn hier vorne. Grundsätzlich muss die Straße, glaube ich, da hinten ist übrigens der Zug, auch nicht unverkehrt zu wissen, aber der muss natürlich relativ groß sein, die Straße, wo man jederzeit die Straße natürlich vergrößern kann. Ich würde aber trotzdem sagen, wir machen jetzt mal hier erstmal die Straße normal weiter. Das ist nämlich eine der großen Straßen da schon, dann passt das ja auch. Die ziehen wir einfach mal jetzt hier durch. Und dann gehen wir mit einer kleinen Straße, ne, auch mit einer großen Straße, würde ich sagen. Können wir eigentlich schon einen Kreisverkehr machen? Ja, guck mal, einen kleinen Kreisverkehr ist möglich. Denn den sollten wir, aber das ist ja wirklich winzig. Oh, guck mal, wie süß. Weil Kreisverkehre waren ja nie möglich, den musste man nachher mit einem Mod irgendwie holen. Aber das ist ja schon mal sehr süß, ne? Na komm, wir machen es jetzt mal hin, weil er halt da ist. Und dann gehen wir auch mit einer großen Straße, würde ich sagen, dann hier wieder raus. Nämlich Richtung Wasser. Da wollte ich eigentlich hin. So, dann ziehen wir das Ganze mal hier rüber. Das ist eigentlich sehr simpel gemacht. Wie gesagt, ich habe es ein bisschen getestet und ich finde es eigentlich ganz gut geworden von der Straßengeschichte hier. Und ja, quadratisch praktisch gut. Fangen wir damit erstmal an. Wir haben hier übrigens Ziele technisch Meilensteile. Genau, wir sind ein winziges Dorf, müssen jetzt 750 Erfahrungspunkte sammeln. Und das erreicht man unter anderem damit, indem man Leute hier erstmal ansiedelt. Das ist ja auch unser Grundbestreben. Und ich würde sagen, wir siedeln jetzt mal auf dieser Seite hier Menschen an. Und zwar fangen wir dann mal hier mit so kleinen Straßen an. Jetzt muss ich mal ganz kurz, ja, ich glaube von hier. Ah, dann ist da die Straße. Lass uns die große mal noch ein Stückchen weiterführen, auch wenn das Geld kostet. Aber dann habe ich zumindest so eine Orientierung. So. Das ist ja viel besser. Dann gehen wir nämlich jetzt hier rein und werden jetzt hier die Straße daran machen. Na, da können wir noch einmal hier rüber gehen. So. Und jetzt können wir unsere... Oh, warum ist das denn so schräg? Habe ich da doch irgendwas nicht richtig... Die ist doch gerade, oder meine ich das nur? Die sind doch beide gerade. Die vielleicht nicht. Dann gehen wir mal mit dem Bagger direkt her. Und machen mal die Straße weg. Das kann sein, dass ich die vielleicht ein bisschen schräg gemacht habe. Ne, ich glaube, die ist es, ne? Die da oben ist schräg. Geht schon gut los. Aber das ist jetzt hier gerade und das passt. Ah ja, jetzt ist es doch gerade. Wunderschön. So, und jetzt kann ich mir nämlich vorstellen, dass wir hier erstmal so kleinere Häuschen machen. Die Gewerbegebiete kennen wir ja vom ersten Teil. Die gibt es mittlerweile oder anfänglich nur mit geringer Dichte. Und die werden wir uns jetzt mal hier hinbauen. Und zwar werden wir die hier hin machen und auf der anderen Seite. Ich mache das ja immer gern mit diesen Geschichten. Man kann natürlich auch den ganzen Block so nutzen. Und dann werden wir nämlich jetzt hier schon mal Gewerbe machen an der Hauptstraße. So, dann haben wir die beiden Sachen auf jeden Fall erstmal schon mal da. Und dann starten wir mal. Das Ganze machen wir mal schon mal auf schnell. Ihr seht, dass hier sofort jetzt hier so Häuschen angefangen werden zu bauen. Das ist die Rembrandtstraße 32, das ist die Rembrandtstraße 38, das ist die Nummer 24. Also ich finde es ja gut, dass die auch Hausnummern haben, aber neben der 32 müsste jetzt eigentlich so die 30 sein. Ne? Also okay, lassen wir einfach mal so, wie es ist. Hier ist die 1. Auguststraße 331.
und dann ist die 341. Das baut sich jetzt, aber ihr seht schon an den Icons hier vorne, dass hier mal irgendwas fehlt. Ja, das, denen fehlt zum Beispiel Strom, denen fehlt Abwasser und dem fehlt Wasser. So, und dafür gehen wir jetzt mal hier an unseren Fluss und würden jetzt hier mal entscheiden, dass wir hier mal mit dem Wasser anfangen. Und zwar, übrigens der Mensch im Hintergrund, den ihr hört, das ist der Radiosender. Ab und zu spricht der irgendwie was da drauf. Weiß ich auch nicht. Habe ich mal einmal abgestellt, ist aber auch nicht so ganz. Dann ist gar keine Musik. Also dann lassen die ab und zu mal reden. Ja, wir müssen gerade gucken, das Abwasser muss dann unter dem Wasseranschluss. Deswegen würde ich jetzt erstmal ihn hierhin machen. Und der große Vorteil, der jetzt bei dem neuen Teil der Fall ist, wir können ja jetzt quasi eine Straße dazu bauen. Eine kleine reicht ja auch. Und unter den Straßen werden automatisch Wasser und Abwasser gelegt. Und das finde ich ja richtig nice. Ich überlege jetzt nur mal kurz, ob wir hier mal so eine kleine Kurve reinmachen. Ah, das ist eine große Straße, ne? Ja, komm, lass uns die große Straße einmal noch hier schräg machen. Wer weiß, wofür wir sie noch brauchen. Wenn der Strich da ist, sollte es gerade sein. So, und dann würde ich nämlich... Ach doch, lass uns hier ein Roundabout machen. So, und dann fangen wir nämlich hier mit so einer kleinen Straße, wie ich gerade vorhatte, an. Und wie gesagt, ein bisschen auch mal schräg. Ich muss jetzt mal eben testen. So macht er dann Kurven. Wunderbar. So, jetzt ist nämlich das angeschlossen. Allerdings fehlt dem Teil jetzt wieder Strom. Und Strom kommt ja, wo waren wir denn gerade den Strom her gesehen? Da hier vorne. Hier kommt der Strom gerade aus dem, ja, ich denke mal aus dem Ausland dann auch schon. Und bei dem Thema Strom gibt es hier so ein Umspannwerk. Und das setzen wir dann dahin und da müssen wir den Strom anschließen. Das setzen wir jetzt mal direkt hier auch an diese Straße. Ich würde mal sagen so. Und dann machen wir da eine Verbindung von rüber. Wo ist er? Da. Zack. Und jetzt hat nämlich dieses Umspannwerk entzeugt eigentlich Strom, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe. Nicht genügend Strom. Müssen da erst Menschen arbeiten? Kann das sein? Effizienz 100%, Nutzung 1%. Ach, guck mal, jetzt ist es weg. Man muss nur ein bisschen warten. Gut, Strom ist angekommen. Funktioniert also. Also heißt es jetzt, die Icons sind auch weg. Jetzt kommt aber noch das Thema Abwasser. Da ist jetzt noch das Thema und das finden wir ja auch hier. Und da ist hier einmal der Abwasserfluss. Und der muss natürlich unter dem eigentlichen Trinkwasser sein. Weil sonst haben wir hier... ist das Geschrei groß. Setzen wir das mal hier hin. Und auch dort machen wir dann quasi eine kleine Straße. Und ich würde hier gerne mal... Hier gibt es zum Beispiel auch so eine Schotterstraße. Die fände ich ja mal richtig schön. Wenn wir die dann da hinsetzen. Ach, wir sind immer noch im Kurvenmodus. Ich überlege gerade... ja, lass uns mal mit einer normalen Straße von hier runterkommen. So, jetzt macht der... Er wollte ja die Schotterstraße weitermachen. Lag aber an mir. So, wir setzen jetzt mal hier da so eine Straße hin. Und jetzt machen wir die Schotterstraße. Und bringen die da vorne an. Ist es nicht schön? Die Flurgasse ist es geworden. So, und jetzt müssten auch die Icons weg sein. Genau, wunderbar. Jetzt kann nämlich das Abwasser laufen. Und irgendwo konnte man auch auf Unterirde stellen. Das ist jetzt zum Beispiel hier. Hier seht ihr, dass hier eine Abwassergeschichte ist. Ich frage mich jetzt nur gerade, wo die Wassergeschichte ist. Aber Wasser ist da. Wassermarsch. Oder ist das einfach nur der Mittelstreifen? Das ist auf jeden Fall unterirdisch. Ich sehe da aber jetzt noch keinen... aber ist auch egal. Das ist wirklich der Mittelstreifen. Man sieht's. Gut, dann lass uns mal hier ein bisschen schneller machen. Dass die Häuschen auch gebaut werden und wir auch sehen, dass die ersten quasi hier ankommen. Und hier unten ist übrigens auch wieder die Anzeige, was gefragt wird. Gewerbenachfrage, Industrienachfrage und Wohnnachfrage. Erstmal alles nur in niedriger Dichte. Denn dafür müssen wir hier jetzt mittlerweile, haben wir schon ein paar Punkte gesammelt, 384. Müssen wir natürlich besser werden. Hier vorne kann man übrigens so Entwicklungspunkte machen, dass wir hier größere Kreisverkehre machen. Die kriegen wir aber auch bei jedem Level ab, glaube ich. Oder zumindest... habe ich vorhin einmal gelevelt. Ach, hier steht es ja auch. Wenn wir das kleine Dorf erreichen, also wenn wir das erreichen, kriegen wir einen von diesen Entwicklungspunkten und drei Erweiterungsbewilligungen für die Kacheln.
Und hier gibt es dann zum Beispiel 2 und 4 und gibt natürlich auch nochmal Geld. Das ist natürlich auch mal ganz wichtig. Gut, gucken wir mal. Industrie brauchen wir ja später auch. Übrigens, da sind die ersten Häuschen. Hier, die Rembrandtstraße 24 ist fertig. Und jetzt würde ich gerne mal gucken, da kommt auch schon das erste Auto. Oh, die ersten Autos. Den machen wir auf langsam. Und jetzt können wir mal so einem folgen hier. Ein Pickup, das ist die Familie Kendler. Die zieht in diese Rembrandtstraße 32. Fahrer ist Lydia Close. Warum ein anderer fährt? Ja, die Familie heißt ja Kendler. Warum die Frau Close fährt, weiß ich jetzt auch nicht. So sieht's aus. Wir machen auf Stufe 2 ein bisschen realistischer von der Fahrweise. Ja, so Performance, ihr seht es, ein bisschen verschwommen, wenn man hier so rüberzieht. Oh, da war ein schöner Turn. Wenn die gleich einparken, das habe ich auch schon mal in dem Video gesehen, das machen die auch nicht gerade so praktisch. Also so, wie man es sich vorstellt. Und die Ampel funktioniert schon auch. Und jetzt fährt die Lydia Close hier rein in die Rennbahnstraße. Und hier blinkt sie zack, zack. Seht ihr, das ist das Einparken. Warum der Dings jetzt auf dem Bürgersteig liegt, weiß ich auch nicht. Ah, jetzt ist er auch weg. Ja, kann man ja auch mal wegmachen. So, die ersten Bewohner sind da. Hier steht dann gleich, wenn sie eingezogen sind. Wo war denn die Rennbahnstraße 32 jetzt? Die war doch gar nicht hier. Gucken wir da nochmal drauf. Familie Kendler kann man nämlich auch alles gucken. Wohnt in der Rennbahnstraße 32. Hier ist sie. Also haben nicht direkt vorm Haus geparkt. So, hier wohnen die jetzt. Haben jetzt Stufe 1 von 5. Das kennen wir vom ersten Teil auch noch. Haushaltsvermögen ist reich. Hohe Miete, neutral. Und hier sieht man, glaube ich, auch, wie viele Haushaltsmitglieder. Genau, 3 wohnen jetzt hier. Das sieht man auch hier vorne. Und wenn nachher mehrere da wohnen, dann sieht man auch, wie viele Haushalte an sich da so sind. Ja, aber das sehen wir auch alles gleich. Hier hat sich auch schon einiges an Gewerbe entwickelt. Also ich glaube, wir sollten wirklich dann weitermachen. 6 Einwohner haben wir. Tendenz steigend. So, ich wollte mal gucken. Die müssen ja nachher auch irgendwo arbeiten, wobei ich glaube, in dem Gewerbe arbeiten die ja auch. Ne? Ja, guck mal hier, 11 Angestellte. Also reicht erstmal. Industrie können wir gleich machen. Lass uns erstmal gucken, dass wir noch weiter Wohngebiete entstehen lassen. Ich hätte jetzt mal so gedacht, wenn nachher die größeren Wohngebiete kommen, dann gehen wir dann einmal mal in diese Richtung. Und machen wir auf der Seite Richtung Industrie hier jetzt noch so ein bisschen kleineres Wohnen. Aber auch nur hier hin. Also ich würde jetzt hier eine Straße hinmachen. Gibt übrigens hier auch Einbahnstraßen und eine Dreispure asymmetrische. Das ist also 2 Spuren in die eine Richtung und eine in die andere. Aber das brauchen wir, glaube ich, jetzt alles erstmal zum Anfang nicht. Wir machen die ganz klassische Geschichte. Das ist schief, das ist gerade. Ja. Dann würde ich nämlich sagen, lass uns hier auch noch Wohnraum entwickeln. Mal komplett. Und dann können wir Gewerbe auch nochmal hier zum Start machen. Aber auch mit dem hier erstmal abschließend. Ups. Die erste Reihe brauchen wir natürlich. Sonst können die gar nicht erst reinfahren. Ja, City Skylines ist ja ein Spiel, was ich ja auch, ich glaube, 109 Folgen oder sowas mit dem ersten Teil, was ich in der Playlist ja noch habe, was ihr euch noch anschauen könnt. Das war das zweite Spiel. FM22 habe ich mit angefangen und dann war City Skylines, also das erste Aufbauspiel. Von daher ist es schon ein bisschen her. Heißt aber ja nichts. Man rostet ja nicht ein, weil ein bisschen ist es natürlich ähnlich, ne? Also wie der erste Teil. So von der ganzen Thematik her. Aber das ist ja auch gut so. So, deswegen habe ich das Tutorial gar nicht gespielt. Ich überlege gerade, ob wir hier auch noch irgendwas machen oder ob wir uns das freilassen, wenn dann gleich Krankenhaus und sonst wie kommt. Ja, lassen wir uns erstmal frei. Jetzt wird nur eigentlich momentan hauptsächlich Industrie gefordert. Und wenn wir uns da doch ein bisschen was bauen, hier haben wir eine große Straße und hier haben wir ja den Rest von der Industrie. Was ist denn, wenn wir hier zwischen schon mal ein bisschen Industrie machen? Viel Platz ist da nicht, weil das so ein bisschen schräg ist. Aber hier könnte ich mir das vorstellen. Was ist denn, wenn man 4x4? Früher waren das ja immer so die klassischen. 4x4, ja, passiert auch.
und 3x3. Der rechten Maustaste macht man das weg. Dann könnte ich nämlich hier 2x3x3 machen. Ja, das ist doch auch schön. So eine kleinere Geschichte. Hier nochmal so einen großen. Und hier nochmal zwei kleine. Ah, ne. Passt ja gar nicht. Dann machen wir nochmal einen großen dahin. Und hier können wir mal so. Gibt es auch einen 2x2? Baut sich da auch irgendwas? Sehen wir gleich. 3. Oktoberstraße. Ja, was ist denn am 3. Oktober? Ich weiß es gar nicht. So, ihr dürft auch mal ein bisschen schneller bauen. 18 Einwohner ist noch nicht viel. Können wir auch mal kurz drauf gucken, was es hier alles so für Statistiken gibt. Also das ist noch nicht freigeschaltet. Das ist so die Zufriedenheit. Also Zufriedenheitsfaktoren plus 10 durchs Vermögen, plus 10 durch geräumiges Wohnen und reichhaltige Freizeit. Obwohl wir da ja noch nichts für gebaut haben. Dann ist das, das Bürgervermögen, kann man hier noch sehen. Die Arbeitsplatzverfügbarkeit. Wasserverschmutzung und Co. kennen wir ja. Übrigens kann man hier auch, geht das schon, kann man hier auch Pflanzen bauen. Das finde ich jetzt auch ja immer ganz schön. Da kann man jetzt zum Beispiel hier zwischen so ein Bäumchen bauen. Ne, da passt jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt hier sage, also, da kann ich die natürlich dann bauen. Gut. Hier kommen auch übrigens immer so Meldungen rein von dem kleinen Chirper. Den kennen wir ja schon. Besucht unsere neue Tankstelle in der 1. Auguststraße 195. Dann kann man auch dahin. Ist noch gar nicht fertig. Wie soll man die dann besuchen? Gut, Hauptsache Wohnraum brauchen die. Ohne Ende. Die Stadtentwicklung. Ab der 2. Stufe kriegt man auch noch die mittlere Geschichte. Hier, plus 1 Bevölkerung erhöht, plus 42 Bürgerzufriedenheit erhöht. Und so haben wir jetzt dann auch schon wieder ein paar mehr Punkte. Bis zu 750, die brauchen wir. Das war dann wieder der Untergrund. Ich bin immer noch so ein bisschen am Doktern. Aber mehr können wir jetzt hier noch gar nicht tun. In Parrotsburg. Wir müssen warten, bis es fertig ist. Aber jetzt, guckt mal, da passiert doch schon wieder einiges. Die Rembrandtstraße ist verlängert. Hat jetzt einen zweiten Teil jetzt zu bekommen. Und jetzt werden wieder einige reinkommen. Und es gibt wieder neue Wohnungen. Für unsere lieben fleißigen Bürger. Ja, der Straßenbau ist wirklich leicht gemacht. Ich hatte vorhin auch mal kurz getestet, oberirdisch. Ist also auch kein Problem. Das spricht der Mann übrigens wieder. Man kann hier die Höhe verändern und kann dann quasi hier so eine Straße drüber machen jetzt zum Beispiel. Also sehr, sehr easy. Bisher auf jeden Fall. Das ist der Höhenunterschied. Parallelmodus kann man ein- und ausschalten. Da spricht auch eine Frau. Guck mal. Die habe ich vorhin gar nicht gehört. Das sind jetzt 567 Punkte. Wir können ja schon mal hier weiterbauen, was wir davor haben. Und zwar straßentechnisch die großen Straßen. Achso, da kommen jetzt gleich noch die vierspurige mit Trennwand. Eine fünfspurige asymmetrische, da ist wieder eine Zusatzspur. Und dann die Einbahnstraßen. Unsere Stromproduktion ist unzureichend, weshalb wir dazu gezwungen sind, was hat er jetzt gesagt? Strom von unseren Nachbarn zu importieren. Ja, selbst stellen wir ja auch noch nichts her. Das ist schon vollkommen richtig. Man könnte jetzt rein theoretisch schon hier so ein Kohlekraftwerk, so ein kleines bauen. Kostet 100.000. Ne? Arbeiten, sieht man da, wie viele Leute da arbeiten? Nee. 70.000 aber sind die Unterhaltskosten. Das muss sich natürlich auch erstmal lohnen, ne? Deswegen, wir importieren erstmal und gucken das nachher an. Wir haben ja hier die Statistiken. Wo waren die da? Die hatte ich doch auch schon gesehen. Achso, ne, das ist die Dings. Oder kommt das erst im zweiten Step? Ich war auf jeden Fall schon mal drauf. Also hier öffnet sich jetzt nichts. Kann gleich erst passieren. Aber ist nicht mehr lang. Schaut mal. 6,22. Das schaffen wir noch. Es wird jetzt noch Industrie gefordert. Können wir bei der Industrie gucken, ob da mittlerweile Leute arbeiten im 3. Oktoberstraße. Hier ist die Snake Ridge. Da arbeiten 2 von möglichen 9. Benötigt Nutztiere, produziert Textilien. Also die können wir dann nachher, Nutztiere können wir denen nachher zuteilen. Können wir natürlich jetzt noch nicht bauen. Das wird hier alles noch kommen.
Und dann kann das zugeliefert werden. Hier, die brauchen, benötigt Stein und produziert Beton. Auch interessant. Aber Fakt ist, sie brauchen noch Fläche. Ich guck mal, wie denn jetzt der weitere Weg wäre. Also wir könnten ja jetzt hier zum Beispiel noch eine Straße hochbauen. Eine kleine bitte. Das erste. Achso, ich will immer gedrückt halten. Das ist aber falsch. Und hier dann nochmal. Na, das ist noch nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. So ungefähr, damit wir auch immer mal wieder ein bisschen was anders machen. Nee, machen wir das hier komplett. Und da auch komplett. Und hier kriegen wir wunderschön so einen Vierer hin. Hier auch. Und hier 3x3. So, dann dürft ihr euch jetzt hier weiterentwickeln. Aber jetzt ist auch der Balken gerade weg. Jetzt wird eher wieder Wohnraum gefordert. Komm, das Level ab. Schaffen wir in der Folge noch. Was ist hier für ein Problem? Taucht auch ein Icon auf. Was? Wartet auf Leichenwagen. Obwohl schon vor längerer Zeit ein Leichenwagen gerufen wurde, ist dieser noch nicht eingetroffen. Ja, das können wir auch noch gar nicht bauen. Dass hier schon jemand stirbt. Bei... Wer wohnt denn hier? Familie Battlearm. Nee, ach so, da. Familie Weißhuber. Jetzt habe ich da gedacht, das wäre der Name. Schön. Familie Weißhuber wohnt hier. Und schon ist leider einer der Familieninhaber gestorben. So, wir brauchen Wohnraum, sonst kommen wir hier nichts mit dem Leveln. Aber da würde ich echt nicht gern hingehen. Dann lass uns noch weiter hier hochgehen. Erstmal gerade, es wird gleich noch schräger. Ah, jetzt haben wir schon wieder durch die Bürgerzufriedenheit natürlich auch Punkte gekriegt. Hast du dich gebaut? Ja. Und ach so, für die Straße haben wir jetzt auch 3 Punkte gekriegt übrigens. Weil wir eine Straße gebaut haben. So, dann sind es doch gar nicht mehr viele. Ach komm. Die 28 Punkte, die werden wir doch jetzt noch hinkriegen. Und wenn wir jetzt noch ein paar Straßen bauen, dann machen wir die große Straße hier noch weiter. Muss ja auf jeden Fall. Und den Roundabout ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann können wir den gleich größer machen, denke ich mal. Dass wir den hier, dass wir hier freigelassen haben. Wo sind die Straßen? Da. Große Straße. Fortführen. So, und dann hier auch mal ein Roundabout hin. Und dann können wir nämlich die kleine Straße, das Gebäude errichten. Ach guck mal, wir sind gleich da. Wir sind gleich im Meilenstein. Achso, ich habe immer noch den Schrägmodus drin. Winziges Dorf, wir haben es erreicht. Also 600.000 Euro kriegen wir dazu. Einmal die Möglichkeit hier was zu ja, erforschen. Oder wie war das? Fortschrittspunkte. Da sind wir doch. Hier, die Entwicklungspunkte, so hießen sie. Wunderbar. Dann können wir nämlich jetzt, zum Beispiel blinkt das hier vorne auf, dass wir einen Fortschritt machen könnten. Und da wäre zum Beispiel, wo war das jetzt noch? Entwicklung, da. Da würde ich nämlich gerne direkt in die Kreisverkehre investieren. Dann steht hier freischalten und dann haben wir jetzt hier größere Kreisverkehre freigeschaltet. Genauso wie überall, wo ein grüner Punkt steht. Diese Dinge sind jetzt ebenfalls zusätzlich freigeschaltet. Straßen. So, Kreisverkehre. Seht ihr, dann sind jetzt die großen hier auch möglich. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Ich weiß gar nicht, ob das automatisch überbaut wird. Doch, den macht das schon größer. Und da macht er noch einen größeren. Und den, ja, Anfang der City, ist ja so ein ganz großer auch schön. Macht er das überhaupt, weil das so komisch da vorne ist? Doch, macht er. Guck mal. Jetzt haben wir doch hier einen wunderschönen großen Kreisverkehr. Und den gleichen würde ich natürlich auch hier vorne hin machen. Gegenüber dem ist das wirklich nichts, ne? Das ist wie so eine Wendeschleife für einen Bus oder so. So eine Endstelle. So. Gut. Und dann waren wir eigentlich gerade dabei, das noch kurz zu verbinden. Und dann sind wir doch... Ich war noch nicht gerade. So. Das ist aber trotzdem... ein schräger Vogel. Na, die ist aber ganz schräg geworden. Ah ne, das geht nach oben, ne? Ist das eine Höhengeschichte? Egal,
Das muss auch mal so sein. Gut, was könnten wir jetzt bauen? Jetzt könnten wir nämlich zum Beispiel hier zum einen ein Krankenhaus, eine Klinik bauen. Die kostet aber 105.000 Unterhalt. Und die, apropos Unterhalt, können wir jetzt die Statistiken einsehen? Seht ihr, das habe ich nämlich vorhin doch schon gesehen. Das ist nur in der ersten Stufe nicht möglich. Und die Steuern sind sowieso hier die Besteuerung, um die einzustellen. Da brauchen wir sowieso auch noch. Ist auch noch nicht freigeschaltet. Brauchen wir ein kleines Dorf für. Aber wir könnten mittlerweile ein Darlehen aufnehmen. Und wir sehen, dass unser Budget momentan minus 9,6 ist im Monat. Ja, also da müssen wir noch dran weiterarbeiten. Und wir haben ja jetzt auch die mittlere Stufe erreicht von den mittlere Dichte erreicht. Die seht ihr dann hier. Also hier ist es unterschiedlich in den Grüntönen. Das ist doch auch schon mal sehr schön. Und die würden wir ja jetzt auf der anderen Seite bauen. Was haben die für Probleme? Mangel an Arbeitskräften. Ja, wir brauchen neue Arbeiter. Das ist uns durchaus bewusst und da haben wir ja auch richtig Lust dran zu arbeiten. Aber ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Das soll der erste kleine Eindruck gewesen sein hier von unserer Stadt. Ich finde auf jeden Fall, so lässt sich auf jeden Fall so bauen wie der Einser natürlich. Ein bisschen einfacher, was die Straßen angeht. Die Kreisverkehre haben wir schon besprochen. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wo sich unsere Stadt hin entwickelt. Ja, ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die zweite Folge. Bis dahin, macht's gut und wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.